Hallo, wenn du wissen möchtest, ob diese Foundation, die TLM Foundation, das hält, was sie verspricht und ob sie wirklich funktioniert, dann bleib doch einfach dran. Hallo zusammen und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich bin die Dani. Heute werde ich eine kleine Review starten und zwar geht es um die TLM Foundation Color Changing and Adjusting Naked. Diese Foundation habe ich auf Facebook oder auf Instagram entdeckt. Eine Werbung habe ich dort gesehen und ich bin da immer sehr skeptisch bei solchen Sachen, zumal diese Werbung bekannte YouTuber benutzen ohne deren Wissen. Und da habe ich schon so meine Erfahrung gemacht. Das ist die YouTuberin Ellery, die in der Werbung verwendet wurde. Und wie man sieht, nutzt sie eine ganz andere Foundation. Und wenn ich hier weiter scrolle, welches Produkt sie benutzt hat, das ist nämlich die Erborian CC Cream, die sie benutzt hat. Aber ich muss sagen, die TLM Foundation hat eine gut gemachte Homepage. Die sieht eigentlich sehr, sehr gut aus. Ja, es gibt jede Menge Informationen. Und ich habe, weil ich also skeptisch bin, habe ich mir angeschaut, woher diese Homepage kommt. Weil ich habe sie nämlich bestellt, die Foundation. Und zwar hat sie eine Lieferzeit gehabt von, ich glaube, einem Monat. Und ich habe gesehen, dass sie vom Zoll geöffnet worden ist, beziehungsweise überprüft worden ist und sie kommt aus China. Niemals wieder einen Make-up-Farbton erraten. Deshalb hat TLM eine Foundation geschaffen, die sich weiß aufträgt und sofort selbst an dem eigenen Hautton anpasst. Sie ist leicht und cremig auf der Haut und lässt sich ganz einfach verblenden. Die Haut kann so den ganzen Tag frei atmen, ohne einen Fettfilm zu bilden. Bis zu 28 Stunden Tragezeit in jeder Umgebung möglich. Preise sind unterschiedlich. Das ist ein Angebotspreis. Angeblich kostet die Foundation 40 Euro. Ich glaube, das ist eher übertrieben. Ich glaube, es ist immer Angebot. Es ist immer Angebot bei TLM und ja, also man kann eigentlich schon sagen, um die 20 Euro kostet es. Was ich gut finde an der Homepage ist, dass sie auch darauf hinweist, dass es zu längeren Lieferzeiten kommen kann. Versandinformationen, es dauert 7 bis 17 Tage für internationalen Standardversand, aber Verzögerungen durch den Zoll sind dadurch nicht berücksichtigt. Finde ich gut, dass sie darauf hinweisen. Ich habe bei CodeCheck mal reingeschaut, ob TLM dort hinterlegt ist und ja, es ist hinterlegt. Es gibt einige Wirkstoffe in dieser Foundation, die bedenklich sein können. Sie enthält auf jeden Fall Mikroplastik und hormonell wirksame Inhaltsstoffe. Wobei ich hier auch nochmal hinweisen muss, CodeCheck, da kann jeder irgendwas reinschreiben. Das ist keine offiziell bestätigte Inhaltsstoff, keine Ahnung, Angabe, überprüft wurde nichts. Es ist einfach so, dass wirklich jeder hingehen kann bei CodeCheck, da ein Produkt eingeben kann und die Inhaltsstoffe, dann wird das automatisch generiert, was die Inhaltsstoffe so bewirken. Es kann wirklich jeder rein, also jeder kann das machen und wenn er sich auch vertippt hat oder falsche Inhaltsstoffangaben hinzugefügt hat, da würde ich mich jetzt wirklich nicht darauf verlassen auf CodeCheck. Das Produkt selbst kommt in so einer Kartonage und in dieser Kartonage befindet sich der Flakon. Das Flakon ist kein Glas, also das ist Plastik und da sind 30 Milliliter drin und auch noch der Hinweis, dass hier ein Lichtschutzfaktor von 15 enthalten ist. Dann haben wir hier oben einen Pumpspender, was die Dosierung meistens erleichtert. Genau, und jetzt möchte ich das gerne mit euch zusammen austesten. Ja, also, ich habe euch jetzt näher rangeholt und ich werde jetzt mein Gesicht erstmal primen. Entschuldigt meine Frisur. Ich werde jetzt mein Gesicht primen und zwar mit M. Assam Perfect Tone.
Das ist ein Primer und ich finde den mega, mega gut. Der ist wirklich sehr leicht aufzutragen und ich finde, das ist einer der besten Primer bei mir in der Sammlung, sagen wir mal so. Ich arbeite sehr, sehr gerne mit diesem Primer und den trage ich jetzt auf. So, dann legen wir jetzt einfach mal los mit der Foundation. Wie das Ganze funktioniert, das Prinzip dahinter, das ist vielleicht auch ganz interessant zu wissen. Diese Foundation enthält Pigmentkapseln und während man das Ganze verblendet, sollen sich die Kapseln aktivieren und dann diesen Effekt erzeugen, indem sie sich dann dem eigenen Hautton anpassen. Ich werde jetzt die Foundation auftragen und zwar mit meinen Händen und dann gehe ich mit meinem Beauty Blender hin und verblende das Ganze. Ich trage das jetzt hier auf meinen Handrücken und im ersten Moment muss man das natürlich pumpen, damit das ganze Produkt erstmal das Röhrchen hochkommt. So, ich mache jetzt erstmal nur einen Pump-Hub. Mal gucken, wie weit ich damit komme. Das ist aber echt weiß, ne? Das ist schneeweiß. Da ist es kein beige, kein hellgrau. Es ist schneeweiß. So, das trage ich jetzt hier auf und ja, tatsächlich. Er verwandelt sich in meinen Hautton. Das kann man nicht anders sagen. Aber das Prinzip selbst kenne ich ja auch schon von anderen Cremes oder Tagescremes. Von Rossmann zum Beispiel gibt es eine Anti-Rötung-Tagescreme. Ach, es gibt eigentlich von jeder Firma sowas. Gut, die sind jetzt nicht so schneeweiß. Die sind eher grünlich oder bräunlich. Aber die verwandelt sich wirklich in den Hautton. Ich muss gleich nochmal überprüfen, ob das wirklich mein Hautton ist, ob es zu hell ist oder zu dunkel. Das werden wir gleich sehen. Also vom Auftrag her ist es super easy. Das war jetzt der zweite Pumpstoß, jetzt kommt der dritte. Weil ich habe einfach ein bisschen mehr Fläche zu bearbeiten. Ich habe es gut verteilen können. Es ist nicht zu dickflüssig. Es ist eigentlich wie eine Creme, finde ich. Wie eine Nivea-Creme. So ist ungefähr die Konsistenz. Vielleicht ein bisschen fester. Und ich glaube, die ist bestimmt garantiert voller Silikone. Also das fühlt sich sehr weich an. Nicht weich, sondern sehr seidig an. Genau. So, also ich muss sagen, die Deckkraft ist null. Ich finde, die Deckkraft ist null. Es hat gar nichts abgedeckt. Und es bilden sich diese kleinen Würstchen. Krümelchen oder wie man die nennen kann. So, ich komme mal näher ran. Vielleicht sieht man das hier, so kleine Krümelchen hier. So hier. Ich mache noch eine Schicht und zwar mache ich das mit meinem Beauty Blender. Ich trage das Ganze hier auf. Und dann verblende ich das einfach. Ja, also wenn ich dann mit meinem Blender drüber gehe, wird die Farbe heller. Aber null Deckkraft. Ich habe hier sehr viele Sommersprossen im Gesicht und die werden überhaupt nicht abgedeckt. Finde ich jetzt nicht schlimm, aber eigentlich sollte die Foundation doch wenigstens etwas abdecken. Wenigstens medium.
so wie es hier steht. Also ich finde, wenigstens ein bisschen Deckkraft sollte schon vorhanden sein. Ich trage jetzt auf dieser Seite auch noch mal mit dem Beauty Blender eine zweite Schicht auf. Mal gucken, wie sich das dann verhält. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also, ich habe das Gefühl, in der Kamera ist mein Gesicht heller geworden, im Spiegel jetzt nicht großartig. Es gibt ein ganz, ganz wenig Deckkraft, das heißt, meine Sommersprossen sind ein ganz, ganz wenig abgedeckt, aber kein Medium-Cover. Also nicht bei mir. Ich weiß nicht. Ja, ich werde mich jetzt einfach mal zu Ende schminken und dann melde ich mich nachher mit einem Fazit wieder. So, es sind jetzt 3 bis 4 Stunden ungefähr vergangen und ich habe keine Lust mehr auf diese Foundation. ich weiß nicht. Also mir gefällt sie nicht. Nicht für diesen Preis, 20 Euro, 19 Euro. Finde ich dann richtig teuer eigentlich. Es gibt viel, viel bessere Foundations in der Drogerie, günstigere Foundations. Und die deckt kaum ab, weil ich völlig überteuert. Ich habe 1 Monat auf die Foundation warten müssen. Und die Inhaltsstoffe sind auch nicht der Burner. Also ich kann auf diese Foundation wirklich verzichten. Ganz ehrlich, ich finde sie kacke. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Wenn ja, dann lass mir doch einen Daumen nach oben. Abonniere diesen Kanal, um keines der Videos zu verpassen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.